Hi Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video hier auf meinem Dirndlfuchs-Channel. Ja. Ja, ich bin heute mit dem Nocta Makro The Legend unterwegs, habe auch gleich die Babyspule dran. Warum? Ja, weil hier die Fläche wahrscheinlich sehr stark vermüllt ist und ich bin heute beim Philipp, haben so einige Stunden Fahrt hinter uns. Und ja, der hat so eine kleine Rallye für uns veranstaltet, sind auch einige Freunde da von meinem Team und von dem her bin ich mal gespannt, was wir so finden. Also, bis gleich. So, 34er Signale, gleich mal gucken. Ja, hier ist aber echt alles voll mit Signale. Ja, war ja auch klar, aber mit dieser Minispule ist es eigentlich perfekt zum Suchen. Bin ich schon froh, dass ich nicht die Standardspule drauf habe, Leute. Und ich hab schon wieder meine Handschuhe vergessen. Lustig, ne? Oh je. Ah, hier ist. Ah, schau das. Oh, sieht ja cool aus. Hä? War das mal irgendwas? Also von der Form her ist mal ganz cool, aber ob das mal vielleicht was war, lag auch echt ein bisschen tief. Okay, muss man sauber machen. Jo, cool. Boah, ist das warm, Leute. Ich mache jetzt schon gleich schlapp. Okay, ich habe hier ein 28er Signal. Wie gesagt, alles voll hier. Gut, gucken wir mal. Leute, haha, cool. Eine Münze. Nicht schlecht. Was ist das? Ja, ein Franc aus dem Jahre 1968. Schön, sieht gut aus. Gefällt mir. Neunziger Signal hier. Nächstes. Ah, Leute, ein Angelblei. Cool. Ja, wahrscheinlich finden wir hier so einige Angel- und Utensilien. Steht da drauf? Ja, irgendwie irgendwas. Angelblei ist auch nichts Besonderes. Machen wir weiter. So, nächstes lautes Signal. Aha. Ja, jetzt kommt es nicht mehr so super rüber. Ich ahne, dass es vielleicht nichts ist. Aha, Ameisen. Toll. Wir schützen den Schatz. Ja, so ist es. Coca-Cola-Schatz. Schaut mal. Ja, gehört auch dazu, ne? Coca-Cola. So, nächstes Signal, Leute. Ein 32er Signal. Aber auch relativ stabil. 32, 35. Oh, Münze. Oh, Leute, er ist aber ordentlich. Ist aber ein fetter Klunker. 5 Francs. Und den hat man definitiv erst vor kurzem verloren. Ne? Aber eigentlich, naja, sieht er echt super aus. Klasse. 5 Francs, Leute. Ein 45er Signal und was für ein Mega-Signal. Wow. Ja, ziemlich weit oben. Oh, Leute, das ist ein Oberflächenfund. Aber wie geil ist das denn? Ein, ist auf jeden Fall ein Anhänger. Hey. Kette ist weg. Was ist denn da drauf? Da muss man genau schauen. Aber sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Hinten ist sie platt und vorne richtig schön. Hey. Cooler Fund. Mega. Wir haben das nächste Signal. Kein Eisen. Erstmal oberflächlich gucken, weil da habe ich auch den Eindruck, dass es auch nicht so tief liegt. Ja, aber dann muss ich dann doch noch ein bisschen buddeln. Er liegt dann doch ein bisschen unter der Erde.
Ja, doch ein paar Zentimeter dann schon. Aber was ist es denn? Ein Minzle! Aber guck mal, ja, 2 Euro. Ich kann immer gleich Eisle kaufen. Ja, also wie gesagt, hier ist alles voll, Leute. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Sehr, sehr cool. Macht Spaß. 23er, ich weiß nicht, vielleicht Oberfläche, weil der so gut reinkommt. Ja, vielleicht auch, keine Ahnung, eine Münze vielleicht. Aber das könnte natürlich auch vielleicht die Kette sein, das wäre noch geiler. Ne? Oh, nee, Eisenkette, oh, Eisenring. Cool. Cool. Ja, das ist nicht die Kette, die ist dann schon ein bisschen feiner. Ein 28er Signal, aber die Spule ist echt perfekt für diese Fläche. Gerade auch wenn so viel liegt und da kommen, wie gesagt, sehr, sehr viel Signale rein, dann ist so eine kleine Spule optimal. Oh, 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 oh. Alter, eine Münzle, aber die ist geil. Alter, die ist ein bisschen älter. Ja, aber neuzeitlich natürlich. 2 Frau aus den Jahren 1980. Also sieht schon mal ein bisschen mitgenommen aus. Ne? Sehr geil. Ach, super. Das gefällt mir richtig gut hier. So, 16er Signal. Liegt da wieder ein bisschen tiefer, ein paar Zentimeter wahrscheinlich. Müll. Das sah kurz aus wie eine große silberne Münze. Ja, ganz kurz. Das wäre geil gewesen. Ne? So, Leute. 25er Signal. So, schauen wir mal. Ui, da steht's. Ah, guck mal, von einem Spielauto. Haha, cool. Bin mal gespannt, ob ich das andere Teil hier finde. Ich schätze mal ein richtig Hammer-Signal. Oberfläche. Der ist drin, also liegt wie gesagt nicht so tief. Ne? Ah, was ist denn? Hä? Ach nee, eine Abziehlasche. Gerade mal einen Meter weiter und schon wieder ein klares Signal, Leute. Also wow, da ist echt was los. Macht ja Spaß, auf jeden Fall. Alter, was ist das? Ein Ring? Alter Schwede. Ein Ring, Leute. Was ist das für ein Material? Das könnte tatsächlich Gold sein. Aber der ist leicht angebrochen hier oben. Hey, ich glaub's ja nicht. Also wenn das mal, das könnte echt Gold sein. Ja, geil. Voll filigran, richtig schöner Ring. Also mit denen hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass ich hier einen Ringle finde. Und dann höchstwahrscheinlich aus Gold. Hey. Boah, Leute, jetzt, das war es doch schon gewesen vom heutigen Video. Es kamen richtig coole Sachen. Jetzt hier am Fischer Weiher. Also jede Menge Blei. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 4 kleine Runde und ein etwas größeres. Dann 2 Euro, ein paar Francs. Dann dieser Anhänger ist voll cool. Vom Matchbook-Auto ein Stück. Und der geilste Fund, wo ich mich mega freue, ist dieser kleine filigrane Goldring. Voll geil. Also ich freue mich richtig. Die Spule vom Noctra. Noctra Mako The Legend ist richtig geil für so vermüllte Flächen. Also da ist richtig viel los und mit einer Große ist es einfach schwierig hier zu suchen, definitiv. So Leute, man sieht sich wie immer jeden Donnerstag um 19 Uhr. Bis dann. Tschüss.